Das war uns wichtig, einen starken Partner an der Seite zu haben, der doch die komplizierte Baustelle hier bedienen konnte. War wirklich nicht einfach, da hat viel Ingenieurskunst dazugehört. Ziemann Heuvreka ist ja bekannt, dass sie gute Sudhäuser bauen. Man muss sich vorstellen, wir haben auf einer Streichholzschachtel ein Sudhaus geplant. Das muss man erstmal hinkriegen, 3 Stockwerke hoch. Wir haben das bekommen, was wir wollten. Also wir sehen uns mit diesem Sudhaus als State of the Art versorgt. Es ist das dritte große Projekt, das wir mit der gleichen Firma gemacht haben, weil sie sich einfach immer bewährt hat, weil wir immer wieder sehr zuverlässig bedient wurden. Ich bin jetzt hier in der 4. Generation der Brauerfamilie Faust verantwortlich als Geschäftsführer für die Brauerei. Wir haben ca. 55 Mitarbeiter zusammen mit den Lehrlingen, die wir hier ausbilden. Ungefähr 65.000 Hektoliter Bier, die wir hier produzieren. Insgesamt sind es 19 verschiedene Sorten an Bier, die wir produzieren, ganz ehrlich aus dem Sudhaus heraus. Das ist eine große Herausforderung hier am Standort in Miltenberg, aber auch sehr schön. Ja, wir hatten von Seiten der Stadt Miltenberg eben die Auflage, hier in dem Altbestand, in dem Fachwerkbestand von Miltenberg und mit dem Hintergrund der Miltenburg eine verträgliche optische Lösung zu finden. Da wurde dann eben die Holzverkleidung vorgeschlagen. Und hinter diesem Holz ist dann der Tank. Der ist in einem Dunkelanthrazit lackiert, was auch außergewöhnlich ist für Tanks. Wir haben also vor der Brauerei hier in der Altstadt von Miltenberg, wer die kennt, eine Straße mit 6,50 Meter und dann kommt schon das nächste Haus. Wir hatten an dem Tag leichte Probleme mit dem Wind. Sie wurden trotzdem alle an einem Tag eingestellt, alle 8. Wir haben mit 2-3 Tagen geplant gehabt. Die Tanks sind perfekt an die Stelle gekommen, wo sie hin mussten, wirklich auf den Millimeter genau. Wir haben oben ein Besucherpodest installiert auf den Tanks, sodass man von hier oben aus einen wunderschönen Blick auf Miltenberg, auf den Main hat. Man steht auf dem Bier, das man später trinkt. Wir haben neue Kapazität gebraucht, weil wir weiter wachsen. Wir können unsere Biere jetzt computergesteuert natürlich auch sehr viel besser definieren. Das war uns sehr wichtig. Das wurde so komplett erfüllt. Wir haben auch im Nachgang, nachdem das Sudhaus gestanden war, die entsprechende Betreuung bekommen, um es zu optimieren. Als kleinen Brauer muss es ja ganz stark daran liegen, mit der Qualität zu punkten.